So, guten Tag nochmal. Heute lernen wir Flowers. Ich zeige einmal, wie die aussehen. Und zwar machen wir heute ganz speziell Opposite Direction, sprich, das sieht aus dem Schmetterling an der Seite. Und dann Flowers, die in Spin sind. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die heißen Flowers, weil wenn man das mit LED oder mit Feuer oder irgendwie Langzeit belichtet, dann sieht man so Blütenblätter als geometrisches Muster. Naja, erstmal zu der Handbewegung. Wenn wir in Flowers sind, die in Opposite Direction sind, dann bewegen wir beide Arme unten oder beide Arme oben. Und dann treffen die sich jeweils unten und oben. Einmal, zwei, dreimal. Einer in den Zonenkreis, die anderen in den Zonenkreis und treffen sich immer oben und unten. So, dazu jetzt. Das heißt Inspin Flower, weil der Poi sich in der Drehrichtung bewegt. Er dreht einmal runter, macht einen Kreis, dreht weiter in der Drehrichtung einen Kreis, jeweils an dem Punkt. Und ruhig mitzählen, das hilft am Start ungemein. 1, 2, 3, 4. Das gleiche können wir rechts machen, dann links. In die entgegengesetzte Richtung sprich. 1, 2, 3, 4. 2. Und jetzt machen wir beide zusammen. Das dauert bestimmt am Start ein bisschen, wenn man es so draufkriegt, aber das sehr schöne Muster und ja, was man daraus jetzt alles noch machen kann, gucken wir mal später. Viel Spaß damit!